Teil 2 vom großen Dean Schneider-Interview. Vielleicht gehe ich jetzt hier am Ende mal als schlauer Mensch raus. Und alle Fragen sind beantwortet. Und mal gucken. Gehen wir rein. Dean Schneider im Interview bei Picasso Teil 2. Die Frage wurde teilweise kritisch gestellt, teilweise aber auch komplett verständnisvoll. Aber trotzdem ist der Drang von vielen da, es zu erfahren, wo sind die Tiere her? Ich bin einer der Ersten, der sagt, Wildtiere anfassen, schwierig. Jamal schreibt gerade rüber, das wäre toll, wenn du ein Video dazu machen könntest, wer in der Politik in Deutschland für Tierschutz einsteht, würde sich hier großen Anklang finden. Jamal, ich weiß nicht, wer für Tierschutz, also welcher unserer Politiker in Deutschland wirklich für Tierschutz einsteht oder sich wirklich aktiv darum kümmert. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Das müsste ich recherchieren lassen, beziehungsweise wäre auf die Meinung von Menschen angewiesen oder auf die Expertise von Menschen, die in der politischen Spielwiese, die sich auf der politischen Spielwiese regeln, da wo ich nicht stattfinde. Also, das ist schwierig für mich zu beantworten. Vielleicht die Tierschutzpartei zum Beispiel oder so, keine Ahnung. Schwierig, schwierige Frage, Jamal. Aber ich finde es gut, wenn mir jemand schwierige Fragen stellt. Und danke für deine Donation. Jetzt zurück zu Dean Schneider, Interview Teil 2. Let's go. Stimme der Tiere, ja. Schwierig, erstmal hinterfragen, was ist da los? Aber ich appelliere da teilweise ein bisschen an den logischen Menschenverstand. Ja. Weil in deinem Falle, du wirst es wahrscheinlich am besten selber kurz zusammenfassen wollen, aber was machst du, wenn du ein kleines Löwenbaby rettest, es keine Mutter, kein Nichts hat? Was sollst du machen? Sollst du, du musst es ja anfassen. Ja. Und antworte du da bitte gerne. Ja, darum geht's ja nicht, weil... Oh. Da wurden mir auch schon so schwerste Unterstellungen gemacht. Robert, du sagst immer, Wildtiere soll man nicht anfassen, aber du hast ja den Affen, den du gerettet hast, auch angefasst. Jaha, das muss man ja auch, um ihn zu retten. Und er wird danach auch noch 15 Mal angefasst, vom Tierarzt und von der Reha-Station bis zur Auswilderung. Und irgendwann bei der Auswilderung, nachdem er in die Auswilderungskiste gekommen ist und Kilometer durch den Dschungel getragen wurde und die Klappe hochgeht, wird er halt nicht mehr angefasst. Very easy. Also da immer Obacht, nicht spitzfindig werden. Ich glaube, in diesem Fall geht es ja nicht nur um den Moment, wo man das Löwenbaby anfassen würde, sondern wieso zeigt man das Anfassen? Wieso publiziert man Content, in dem man ein wildes Tier anfasst? Ja. Und, aber der Ursprunggedanke, den du jetzt auch gerade erwähnt hast, geht bei mir gleich so. Es gibt ja diese Hands-on, Hands-off-Politik. Und ich bin grundsätzlich auch nicht dafür, und das erwähne ich tausendfach in meinen Videos, genauso wie in meinen Captions, genauso wie auf der Webseite und so weiter, dass ich nicht dafür bin, dass Leute generell wilde Tiere anfassen oder zu Haustieren machen oder wilde Tiere als Haustiere halten wollen oder so. Die gehören in die Wildnis, die sollen wild leben. Aus diesem Grund auch bei uns, wenn die Löwen uns begrüßen kommen am Zaun, versuche ich zuerst reinzulaufen, um den Zaun nicht aufzunehmen, um nicht irgendwie ein Gefangenschaftsbild zu geben der Öffentlichkeit, weil es soll nicht gut aussehen, wenn man ein Tier in einem gefangenen Environment sieht. Und das ist so die Philosophie, und über das spreche ich. Das sehe ich anders. Also ich finde immer, man sollte es immer so zeigen, wie es realistisch ist, weil die Leute wollen ja die Wahrheit wissen. Und dass der Zaun in Afrika und beim Löwen, außer in den Nationalparks, einfach dazugehört und besonders in einem Sanctuary oder in einer Art Sanctuary, das, ich finde, man muss die Wahrheit zeigen. Also das sehe ich anders als Dean. Regelmäßig. Jetzt die Hands-on-Sache, und ich will eigentlich nicht zu tief da reingehen, weil How to Cuddle a Lion, hat Kai gerade vorher erwähnt, da gehe ich wirklich in die Tiefe. Da erkläre ich wirklich das Ganze. Geil, bin ich gespannt. Video gucke ich mir auf jeden Fall an. How to Cuddle a Lion. Das kommt auf meine Liste. Habe ich ultra Bock, wenn er das alles erklärt, mir das reinzuziehen. Cool. Nicht Konzept, aber das ganze Universum von meiner Art, wie ich das sehe und meine Denkensweise. Darum will ich jetzt nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Cool. Und zwar ist es so, wenn du einen höheren, also Punkt 1,
diese Tiere sind ja nicht komplett wilde Tiere. Ist ja nicht so, dass ich einfach zu einem wilden Löwen gehe oder irgendeinem Löwen oder so. Nein. Und den dann anfasse oder irgendwie zu einem... Das kannst du ja mal probieren. Zack, weg ist die Hand oder der Kopf. Keine Chance. Affen gehe und versuche, den zu streicheln, obwohl ich sehe, nein, der ist irgendwie in einem Diskomfort oder so. Das sind Tiere, die wurden aufgezogen von mir. Und ich und Noi, wir zusammen, haben diesen Tieren beigebracht, wie wild zu sein. Mhm. Als die zu uns gekommen sind, haben die Hühnerfleisch aus einer Dose gegessen und hatten Vitaminmangel und. Und das erste Mal, als die eigentlich wie in der Natur ein wildes Tier vor sich hatten, ein ganzes Tier, haben die keine Ahnung gehabt, was zu tun ist mit dem. Ich habe das da drin gelassen, habe gedacht, morgen früh, wenn ich gucken gehe, ist das Tier offen und gegessen. Ah, ich kann mir das Video im Stream nicht ansehen, sonst werde ich gesperrt. Schade, echt? Oh nein, hat Dean das so eingestellt, dass keiner auf seinen Content reacten kann? Das wäre natürlich super schwach. Ist es so? Das wäre super scheiße. Dann kann ich mir das Video im Stream nicht angucken. Policy Violations bei Manuel Bergmann. Oh, das ist ja krass. Okay, müssen wir nochmal prüfen. Ich habe natürlich keinen Bock auf einen Strike von YouTube und dann, dass mein Kanal gesperrt wird oder sowas. Aber offensichtlich ist das vorgekommen. Scheiße. Wir haben schon seit 2 Tagen nichts gegessen. Das Tier war noch unberührt. Sie hatten keine Ahnung, was mit diesem Tier zu tun ist. Jetzt kommt Dean Schneider und Noe als Vertrauensperson dieser Tiere rein, schneiden den Bauch auf. Ich weiß, das klingt super brutal und so, aber das ist Teil der Natur. Es sind und bleiben Löwen. Das ist auch immer die Frage, die kommt, Robert, ernährst du deine Hunde vegan? Also was denkt ihr denn, wie ein Löwe ernährt wird? Ne? Also und auf einmal begreifen die Löwen, oh, das ist das, was wir brauchen. Da kommen die Vitamine her. Und essen das. Beim nächsten Mal, als ich das gemacht habe, das Erste, was sie getan haben, sie sind zum Bauch gegangen, haben irgendwie versucht, sich durch die dicke Haut und das Fell durchzukämpfen, um an das nährhafte Fleisch und die Eingeweide zu kommen. Heute, und dazumals ging es Wochen, wenn nicht Monate, bis sie unter 30 Minuten das hinbekommen haben. Also zum Teil stundenlange ging es, bis die es hingekriegt haben. Heute geht das 3 Minuten und das Tier ist offen und sie essen wie wilde Löwen. Ich hätte das nie tun können, hätte ich nicht dieses Vertrauen und diese Beziehung zu diesen Tieren aufbauen können. Und das kann ich nur durch... Aber siehst du, da würde mich jetzt echt mal interessieren, in welcher Größe, in welcher Altersstruktur und unter welchen Hintergründen sind die Löwen zu ihm gekommen oder hat er die gerettet? Das ist super, super spannend, um das alles perfekt verstehen zu können und dann auch wirklich individuell auf jeden Löwen bezogen. Hat er die mit 10 Kilo gekriegt, mit 15 Kilo, hat er 3 Monate, 10 Monate ausgewachsen? All diese speziellen Umstände, die würde ich gern wissen, weil es ist eben nicht, da ist ein Koi aus dem Karfenteich gefallen, den ich gerettet habe. Ne, es ist eben schon, es ist immer noch ein Löwe. Körperkontakt. Diese Tiere, die leben durch Körperkontakt. Das heißt, mein Dasein in ihrem Leben, welches nicht ein komplett wildes Leben ist, aber so wild wie möglich, ist wichtiger Satz, so wild wie nur möglich. Gut. Um es so wild wie möglich zu machen. Wenn ich dadurch noch mehr lerne von den Tieren und dadurch durch den Content noch mehr Menschen in der offenen, freien Welt da draußen und in den Städten inspirieren und aufklären kann, dann hat das noch viel größeren Zweck als nur den Zweck in diesem einzelnen Tier, in dem Leben dieses einzelnen Tieres. Und das ist jetzt mal so an der Oberfläche gekratzt, wieso ich die Tiere anfasse und wieso ich denke, es ist okay, wenn ich das tue, aber wenn irgendjemand, der sonst nichts mit Tieren zu tun hat, noch sein Leben dem Tierwohl gewidmet hat oder so, die Tiere nicht anfassen soll. Man hat ja immer... Finde ich gut. Ganz kurz auf einen Kommentar, der hier gerade kam. Robert, ab nach Südafrika, ab zu Dean. Und das habt ihr natürlich auch ganz, ganz oft gesagt. Aber guck mal, wenn ich jetzt zu jeder Thematik, zu jeder Person, zu jeder Aktion, zu der ihr mich um meine Meinung bittet, weil ich in diesem Business, sage ich ja mal, ich meine Business nicht Business, sondern weil ich in diesem Metier unterwegs bin, dann würde ich ja gar nicht fertig werden, hätte kein normales Leben mehr und könnte meine Projekte nicht machen. Mein Kalender ist komplett ausgefüllt für dieses Jahr und die Hälfte von 25 schon mit den Projekten, die mir persönlich wichtig sind. Von Haischutz bis Bäume pflanzen, von Tierschutz bis whatever. Also einiges kann ich auch überhaupt nicht sprechen. Das sind Projekte, die laufen 3 Jahre undercover im Hintergrundbereich. Von Affenauswilderung bis Artenschutzprojekte bei Bali Starling. Also ich bin ja komplett ausgelastet und diese Projekte sind meine Projekte. Die sind mir super wichtig und da geht meine komplette Zeit rein. So, dass ich nicht noch sagen kann, weil sich der Chat oder weil sich das Internet das wünscht oder weil ihr das verlangt, muss ich jetzt dahin, um mit Dean Schneider zu sprechen. Außerdem
weiß ich doch auch gar nicht, ob Dean mit mir überhaupt sprechen möchte, ob er die Zeit hat und dass man das in der Zukunft gerne mal machen kann. Auf jeden Fall. Und jetzt schreibt er aber, ja, aber Robert, du willst ihn doch verstehen. Nein! Ihr habt mich um meine Meinung gebeten und ich bilde mir meine Meinung aufgrund der Fakten und Daten, die ich hier sehe und aufgrund von meiner Erfahrung. Es ist nicht so, dass ich Dean Schneider verstehen möchte, dass ich da hinreisen möchte. Das ist ja kein Projekt. Ich schütze ja nicht Tiere oder erwerbe nicht Regenwald oder inspiriere nicht Leute, weil ich zu Dean Schneider fahre, damit ich ihn besser verstehe, damit ich euch das besser sagen kann. Also das ist ja totaler Schwachsinn. Von daher macht es gar keinen Sinn für mich, Dean Schneider zu meinem Projekt zu machen, zusätzlich zu allen Projekten, die ich eh schon mache. Das ist nicht despektierlich gemeint, das ist einfach nur, wir wollen immer realistisch bleiben. Ob ich irgendwann mal zu Dean fahre, mir das Ganze anschaue, ob wir gemeinsam was machen, das würde ich ja überhaupt nicht ausschließen, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Nur zum aktuellen Zeitpunkt, ich bin mit meinen Projekten so tief involviert und das ist für mich so wichtig, dass ich dafür jetzt aktuell keine Zeit habe und mir die Zeit auch jetzt nicht nehmen möchte. Keine Chance. Gefühl, wenn man dich nur ganz flüchtig kennt, nur deine Videos, ja, du gehst jeden Tag zu den Löwen. Und es geht auch online, ihr könnt ja gemeinsam streamen. Nein, null. Also, guck mal, ihr wollt von mir eine ehrliche Meinung. Eine ehrliche Meinung über jemanden, über ein Projekt oder irgendetwas kann ich euch immer nur geben, wenn ich live vor Ort war. Ich kann euch sagen, Ingrid Visser ist cool. Ich kann euch sagen, Femke Den Haas ist cool. Ich kann euch sagen, Manuel Bergmann ist cool. Das sind alles Leute, mit denen habe ich Umwelt- und Tierschutzprojekte live zusammen gemacht. Ich kenne die Situation vor Ort, ich kenne die Leute teilweise schon viele Jahre, habe Monate mit denen gearbeitet. Dann kann ich sagen, das ist cool. Bei Dean versuche ich mir das hier über die Videos und weil mich der Kai darum gebeten hat, zu erarbeiten. Das ist aber kein Projekt von mir. Ich bin kein Löwenschützer und ich bin kein Afrika-Dean Schneiderschützer oder Supporter, weil ihr habt mich um meine Meinung gebeten und ich kann das nur so darstellen, wie ich das jetzt für euch mache. Also, ne, das ist kein Projekt von mir. Und das wird es auch sicherlich jetzt im ersten Moment, im ersten Aufschlag so nicht werden. Ich mache wieder mehr Wildlife in Zukunft, weil das meine Kernkompetenz ist, aber bin mit den eigenen Projekten. Ich könnte ja auch sagen, Dean Schneider, hilf mir doch mal bei meinen Projekten. Und der hat selber jeden Tag 28 Stunden bei seinen Projekten zu tun. Also, ihr stellt euch das immer so einfach vor, aber das ist ja überhaupt nicht realistisch. Fernab jeglicher Realität. Wirklich, echt. Tut mir leid. Mit den Kuschels, mit denen ich habe einmal gesehen, glaube ich, jetzt, wie du bei den Löwen drin warst. Ganz, ganz vorsichtig, ganz arg mit Blick für die Tiere. Und es ist und bleibt ein Löwe. Da muss man auch, also ich würde im Leben nicht irgendwo reingehen in ein Gehege, wo ein Löwe drin ist. 100% nein. Egal, ob mich Prinz Markus bezahlt. Keine Chance. Würde ich im Leben nicht machen. Also finde ich ultra krass und kann ja auch nur derjenige machen, der den Löwen von Hand aufgezogen hat. Das ist ja logisch. Nicht so, wie viele wahrscheinlich denken. Ja, stimmt. Heute viel weniger wie früher. Mhm. Aber das hat auch, also jetzt gerade in den letzten 2-3 Wochen hatte das auch damit zu tun, dass die zum Beispiel im Live Wild das zweite Management-Camp bauen mussten und dadurch die Löwen gar nicht im Live Wild waren und auch sonst mit dem Livestream und alles viel gelaufen ist. Normalerweise, und das ist so eine Faustregel, haben ich und Noel zweimal die Woche einen Termin, wo wir uns aktiv Zeit nehmen, um zu den Löwen zu gehen und mit ihnen zu interagieren und die Verbindung und die Beziehung zu ihnen aufrechterhalten. Mhm. Früher war das jeden Tag. Zum Teil sogar durch die Nacht durch. Heute ist das noch zweimal in der Woche, weil so viele andere Verpflichtungen noch hier sind, die es uns gar nicht erlauben. Weil was man nicht machen kann, ist, ich gehe schnell rüber 5 Minuten, komm wieder. Ja. Es geht nicht. Wir müssen uns mental, körperlich und alles vorbereiten drauf. Wir gehen jetzt zu den Löwen. Wir drücken einen Knopf und da werden wir zu Löwen, blöd gesagt. Wenn wir da, du hast selber gesehen. Ja. Also es ist nicht einfach so ein bisschen knuddeln und kuscheln und so. Du gehst rein, du musst die ganze Situation analysieren. Wer ist gerade heute dominant? Wer hat einen guten Tag? Wer hat einen schlechten Tag? Und das ist dann wieder Löwensprache. Und du hast selber miterlebt und hast nachher gesagt, boah, also ich hätte mir das jetzt nicht so vorgestellt. Mhm. Also es ist schon viel herausfordernder und viel mehr auf das Tier bezogen, als man denkt. Das ist auch, weil wir haben ihre Sprache gelernt. Ja, die sind genau. Ja nicht trainiert. Es gibt ja keine Standardabfolge, wie das läuft, wenn wir da reingehen. Sondern jeder Tag ist anders. Das ist was. Aber ich habe immer noch die Frage, und das ist die Frage, die ich jetzt an dieser Stelle stellen will. Warum gehst du da rein? Warum? Ich würde so gerne verstehen. Warum brauchen die Löwen den Hands-on-Menschenkontakt? Weswegen? Warum können die nicht drin sein und ich weiß ja auch nicht, wie die gefüttert werden und so weiter. Warum können die Löwen nicht Löwen sein? Warum muss dieser Bezug zum Menschen
Das ist eine ganz einfache Frage. Ich hoffe, die wird noch beantwortet. Das wäre mir sehr wichtig. Und hier noch, um im Chat mal darauf einzugehen, habe ich gerade gelesen, bla bla, es ging um, jemand findet nicht gut, dass man die Löwen anfasst und dann sagt der Nächste, ja, das kannst du auch jedem vorwerfen, der eine Hauskatze hat. Leute, hört doch einfach mal auf, Wildtiere und domestizierte Tiere, nur weil Katze dahinter steht, zu vergleichen. Hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, hört auf, Haustiere mit Wildtieren zu vergleichen. Funktioniert nicht. Vergleicht Löwen mit Löwen und Katzen mit Katzen. Aber deswegen, die wichtige Frage ist, warum muss man die Löwen anfassen? Das verstehe ich noch nicht. Was ich gesagt habe, war eben genau das. Wir standen davor. Ich stand vor dem Zaun und sehe, wie du reingehst mit Noe. Noe ist übrigens der Content Creator von Dean. Wer es nicht weiß, einer der zwei, der andere ist Leon. Ist das ein anderer Mensch, der auch nicht gefressen wird? Weil der Kay würde ja gefressen werden. Und vermutlich können echt nur zwei Leute reingehen, was die Löwen tolerieren, vermutlich, oder was? Kamera sitzt. Und es war wirklich von einem auf den anderen Moment von ganz friedlich alles cool zu, du kannst die Luft schneiden. Es war so eine übelste Spannung als Außenstehender da, weil man ganz genau gemerkt hat, jetzt wird alles beobachtet, sowohl von dir und Noel als auch von den Löwen in Bezug auf das, was ihr jeder macht. Jeder guckt auf alles. Und es ist schon verrückt, auch dieser, dass sie nicht, es ist nicht so, es kommt einem nicht vor, als würden sie euch wirklich, klar, als Menschen wahrnehmen, da haben wir auch oft drüber geredet, hast du auch oft drüber geredet, aber es kommt einem schon vor, als würden sie euch als... Wie seinesgleichen umgehen mit uns. Wie ihresgleichen. Und naja, und was denken ihr, wie rabiat Raubtiere miteinander teilweise umgehen? Und nicht selten, ihr kennt die ganzen Videos, ihr wisst, ich liebe Animal Attack Videos, gibt es Situationen, wo dann der Mensch wurde 10 Jahre von Braunbären toleriert und zack, Snap, irgendeine blöde Situation, irgendwas hat das Tier die Instinkte getriggert, tot. Hunderte Beispiele, ob Löwe, Tiger, Zirkus, Zoo, Tierpfleger, es gibt so viele Unfälle. Das Tier hat es jahrelang toleriert. Der Tierpfleger war sich sicher, ob Elefant, whatever, hands on contact, bap, tot. Es sind und bleiben Wildtiere, weswegen ich den direkten Kontakt einfach nicht verstehe. Ich weiß, wie sie mit anderen umgehen, weil ich schon davor stand und ich dachte, okay, wenn jetzt... Siegfried und Roy. Siegfried und Roy. Ja, das hat auch nicht so richtig gut geklappt. Wäre ich jetzt Mittagessen. Ja. So. Ja. Jetzt haben wir doch ein bisschen wieder intensiver und ernster geredet. Ich würde so gerne, und deswegen wünsche ich mir die Serie. Ich wünsche, dass Dean, bitte Dean, sieh dieses Video. Kai, schick ihm das. Ich wünsche mir, dass ich jeden einzelnen Löwen perfekt vorgestellt bekomme und dass ich den kompletten Einblick kriege, wie frisst dieser Löwe, wie jagt der? Ist der, also leben da drin Squirrels, Gazellen, was weiß ich was, ein Löwe den ganzen Tag frisst, Strauße? Packt er die sich selber und warum gehst du immer noch rein? Ich will das alles verstehen, weil das ist mir alles einfach nicht klar. Und das wird mir auch bis jetzt aus dem Interview, ich habe jetzt 40 Minuten gesehen, nicht klar. Vorschlag, was cool wäre, glaube ich, dass wir so viel wie möglich Fragen jetzt noch unterbringen, dass wir weiterlaufen und währenddessen einfach das sagen, eine schnelle Runde. Und ich sage euch eins, der Kai ist ja kein erfahrener Interviewer, ich auch nicht. Aber da würde ich jetzt eine Paula sehen oder eine Sarah oder eine Carmen, also die Regisseurin und Produktionsleiterin, die teilweise Journalistik studiert haben, die deren Business das ist, kritisch nachfragen, roter Faden, in die Tiefe gehen, Fragen aufnehmen, Alter. Die bringen mich jedes Mal ins Schwitzen und auch Interviewpartner und da würde auch ein Dean, da würde der in den Mangel genommen werden, das kann ich euch sagen. Dunkel, genau. Und die Wildnis in der Dunkelheit ist noch unangenehmer. Absolut. Zum Teil darum laufen wir mal ein bisschen weiter. Und dann können wir die Fragen beantworten. Eine der Fragen aus der Community war, wie hast du dich getraut auszuwandern und wie hast du es finanziert? Würde es auch so gerne tun? Oh, die Frage kriege ich auch jeden Tag. Ich will dasselbe machen wie du, was muss ich tun? Dean Schneider gibt uns jetzt den Leitfaden, wie man Dean Schneider sein kann. Ich weiß, Bro. Wie soll ich das in 2 Sätzen beantworten? Okay. Unmöglich. Wie habe ich es finanziert? Wie hast du dich getraut? Ist die erste Frage. Ja. Wo hast du den Mut hergenommen? Das kannst du ja versuchen in 1-2 Sätzen. Ja, okay. Ich war in der Finanzbranche in der Schweiz sehr erfolgreich. Über 3-4 Jahre hinweg konnte mir Dinge leisten, die man sich normalerweise in diesem Alter nicht leisten kann oder die man sich oft zum Ziel setzt und habe gemerkt, das ist es nicht. Ich habe gemerkt, die materiellen Dinge, die verlieren so schnell an Wert und ich werde nicht glücklich mit einem solchen Leben. Und das gab mir den Mut, wirklich nach den Sternen zu greifen und zu sagen, hey,
ich weiß, Tiere sind meine Leidenschaft, seit ich ein kleiner Junge bin. Ich will was für Tiere, mit Tieren tun, auch wenn ich dafür aus der Schweiz auswandern muss. Weil du auch das erfolgreiche Leben, wo viele hinterhereifern, vielleicht schon erlebt hast und gemerkt hast, nee, das ist es nicht. Das ist doch nicht so geil, wie es immer aussieht. Und das ist auch finde ich, was Schönes, was man den Menschen mitgeben kann. Geld ist nicht das, was dich glücklich macht. Es ist einfach Geld so. Ist nicht alles, aber ohne geht's auch nicht. Absolut. Und da kommen wir zum nächsten. Also das ist ja gerade die wie zweite. Wie hast du es finanziert? Genau. Wie habe ich es finanziert? Am Anfang habe ich das selbst finanziert. Ich habe meine Autos verkauft, ich habe meine Uhren verkauft, ich habe alle Sachen, die ein bisschen Wert haben, verkauft und habe dadurch so ein bisschen den Startschuss hier hinbekommen. Scheiße, wenn ich mal sowas machen möchte, muss ich Bäume verkaufen und die kann ich nur in die Forstwirtschaft verkaufen. Fuck. Oh, jetzt habe ich schon wieder, es wird der Stream gleich gesperrt. Okay. Bin während 2 Jahren nach Südafrika gereist, musste alles aufbauen, so dass ich schlussendlich eine Auffangstation hier aufbauen konnte. Als es soweit war, bin ein südafrikanischer Lebenshof. Schon ausgeschossen, hatte ich schon kein Geld mehr. Und da hat mich mein Vater, meine Familie unterstützt mit einem Darlehen. Und danach, das Darlehen ging dann auch, vielleicht ein Jahr hat das hingehalten. Und dann haben wir... Nochmal so, eine realistische Kostenschätzung dieser Leihart, um diese Tiere zu unterhalten, Maintenance, Leute, bla bla, von bis hunderttausende Dollars pro Jahr, Freunde. Und das Darlehen erarbeiten über Content, Alter, ich weiß gar nicht, wie dieses System funktioniert. Ich weiß wirklich ohne Scheiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ein System ist, was auf tönernen Füßen steht, sondern das ist wirklich, wie finanzierst du die Bude? Spenden angefangen, mit Content angefangen, da ist ein bisschen was reingekommen, aber bis und mit heute, weil wir halt so value-based sind, sage ich jetzt mal, ist es mega schwierig mit Brand Deals. Ich habe ja keine Brand Deals, bis auf Norcane. Mhm. Wir haben ja Values Culture aufgebaut, um eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren. Ich kenne beides nicht, leider. Es ist nicht ganz einfach, wenn man für wohltätige Sachen etwas macht oder aufbaut, da wirklich mit den Finanzen klarzukommen. War trotzdem länger als gedacht. Aber für deine Verhältnisse fand ich es jetzt schon relativ. Ja, aber die hat ja die Frage nicht beantwortet, weil die Frage ist ja, wie im Prinzip, ja, anders. Gut, aber finde ich auch wichtig, das zu sagen. Es steht teilweise im Internet und viele denken es einfach, dass du ja Millionär bist. Aber ich kann euch bestätigen. Bin ich auch an Erfahrungen. Ganz mit Sicherheit sagen, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, dazu kommt auch ein Video jetzt bei dir bald. Ja, das ist auch gut. Ja, komm. Wir kriegen alle Informationen von Dean Schneider in den zukünftigen Videos. Ich habe ultra Bock, mir das alles reinzuziehen. Geil. Sogar in den nächsten paar Tagen. Also, ja, cool. Und gut. Ja, auf jeden Fall das dazu. Es war vielleicht mal ein reicher Schweizer, der nach Afrika ausgewandert ist. Jetzt ist er aber ein Schweizer, der alles Mögliche für die Tiere tut und versucht, über die Runden zu kommen. Story of Tierschutz, liebe Freunde. Ich irgendwie bin wieder ein reicher Schweizer, weil reich sein ist ja nichts Schlechtes. Man kann ja viel Gutes tun, absolut, wenn man Geld hat. Und man soll sich auch etwas gönnen können. Finde ich ganz wichtig. Wir haben da. Besonders wenn man Tierschutz macht, braucht man etwas Nettes als Ausgleich. Das ist super, super wichtig. Deswegen sind alle, die für mich und die mit mir arbeiten, immer horrend und sehr gut bezahlt. Super, super wichtig, dass diese Menschen ein vernünftiges, ordentliches Leben führen können. Und dieser Satz, ja, bitte für einen guten Zweck, den ich jeden Tag höre, wenn mir Leute nicht Geld für meine Arbeit geben wollen. Da könnte ich einfach nur kotzen, dass die Tier- und Umweltschützer immer alles for free machen, habe ich euch schon so oft erklärt, während die Leute, die die Welt zerstören und Tiere ausbeuten, Millionen verdienen und sich bereichern an dem Leid von unserer Erde und von den Tieren. Und das kotzt mich einfach an. Und diesen Switch, den möchte ich unbedingt machen, dass mein Team, sind alle super bezahlt und hat sich noch nie jemand beschwert. Das ist mir super, super wichtig, dass du einen Spa-Urlaub machen kannst, dass du ein geiles Auto fahren kannst, dass du eine schöne Butze hast und so weiter und schönes Sicherheitsequipment, was dich überleben lässt. Das ist mir super, super wichtig, um den entsprechenden Ausgleich zu haben für diesen ganzen Haufen Scheiße, der jeden Tag über dir ausgeschüttet wird als Tierschützer. Das können normale Menschen nicht wirklich nachvollziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch schon darüber gesprochen, wenn man im Tierschutz tätig ist, ist es oftmals so, dass Leute von einem erwarten, dass du die letzten Unterhosen und alles. Und ich hasse das! Das ist so eine scheiß Erwartungshaltung. Das kotzt mich an. Wirklich, brutal kotzt mich das an. Bedürfnisse in den Hintergrund stellst und sobald man etwas macht für sich selbst, man geht in die Ferien, man gönnt sich irgendwas, weil man irgendwas geschafft hat oder irgendwie, dann kommen die Leute schon und zeigen mit dem Finger auf einem. Zeigen ja mit dem Finger auf mich und sagen, der hat sich ein Auto gekauft, das hat er ja spendenfinanziert. Es ist noch nie ein Cent spendenfinanziert.
Spende, die ich gar nicht verwenden darf für mich persönlich. Die ist ja gebunden an Projekte, die gehören dem Verein, in mein Privatvermögen. Also völlig absurde Behauptungen, fernab jeglicher Realität. Und das kotzt einen einfach nur an, dass man als Tierschützer ständig solchen Meinungen, solchen Bullshit ausgesetzt ist. Und das da fühle ich den gerade 100 fucking Prozent. Ganz alter Schwede, ey. Schlecht. Und ihr schreibt es ja auch. In meinem Chat steht eine Nachricht, die mich so ankotzt, die mich betroffen macht, die mich mürbe macht. Ich bin im Tierschutz zerbrochen. Das ist doch scheiße. Wieso zerbrechen die Leute, die Welt ein Stückchen besser machen wollen, die Tiere schützen wollen, die das für die Tiere machen, wieso zerbrechen die? Und wieso zerbrechen nicht diese Menschen, die Tiere ausbeuten, die Tiere im Canned Hunting züchten und jagen und die Tiere und die Menschen, die Erde zerstören? Das verstehe ich nicht. Und das möchte ich umkehren, weil mich das einfach so hart ankotzt, echt. Mhm. Auch an euch gerichtet, nicht, dass ihr so seid, aber einfach denkt daran, wir sind alle auch Menschen, auch wenn unser Lebensinhalt im Tierschutz ist und auch wir haben Bedürfnisse, wollen ja vielleicht irgendwann 100%. Mal Familien, ja, wollen uns irgendwann mal... Und du stellst als Tierschützer immer alles hinten an, Familien zerbrechen, Partner gehen weg. Am Anfang war das bei mir immer so, oh, der große Robert Marc Lehmann, der faszinierende Robert Marc Lehmann, was der nicht alles für Tiere macht, das dauert genau ein paar Monate, bis das den Partner völlig krass ankotzt. Es geht immer nur um die Tiere, ich bin immer nur die Nummer zwei. Versteht ihr nicht, dass Tierschutz einen Menschen, Beziehung und alles, was damit zu tun hat, massiv belastet und total krass zerstört von innen heraus? Und dass ich Dutzende Tierschützer kenne, die sich das Leben nehmen wollten, die deren Beziehung zerbrochen ist, die am Existenzminimum leben, die den ganzen Tag nur Scheiße fressen, weil sie sich für Tiere einsetzen. Und das ist etwas, das kotzt mich einfach an. Wirklich. Sorry, dass das jetzt hier so emotional wird und das ärgert mich aber einfach. Ey. Können, das für uns ist und nicht für alles andere. Und deswegen ist diese verdammte Mission Erde Community unfassbar wichtig. Der Discord, vernetzt euch. Bildet Teams zusammen, weil nur gemeinsam kann man gegen diese Scheiße anstinken, weil das darf einfach nicht so weitergehen. 100% nein. Wirklich, es darf nicht so weitergehen. Punkt. Einfach so mal, um das noch reinzuwerfen. Absolut. Und was ich dazu sagen kann noch, ich glaube nicht, dass du jemals auf Dauer ein Reichtum aufrechterhalten kannst an Geld, und zwar aus einem positiven Grund, weil ich kenne dich mittlerweile und ich weiß, dass wenn du Geld hast und es... Mach weiter, yeah. Bleib stehen schnell. Und es anderen an Geld fehlt, du der Erste bist, der unterstützt, ob es Tiere oder Menschen sind, die in deinem Umfeld sind. Deswegen glaube ich nicht an deinen... Kann ich auch gut so relate, verstehe ich sehr gut. Positive Art und Glaube ich auch nicht. Es dürfte ein bisschen besser aussehen, aber Reichtum wird schwierig. Ich werde es vorher wahrscheinlich ausgeben. Was ich schnell zeigen wollte, wir haben vorher davon gesprochen, dass wir echt in der Wildnis sind. Hier sieht man es. Was könnte das für ein Knochen sein? Schreibt's in die Kommentare. Oberschenkelknochen, Wildebeest. Würde ich jetzt bei einem Hakuna Matata Video machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht revealen wir es nachher. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden sehen. Mal gucken. Guckt euch diesen Knochen genau an. Ich habe es mir letztens schon gedacht, weil ich bin hast hier du schon vorbeigelaufen. Ja? Das ist der Kreislauf des Lebens. Sag doch mal, was für ein Knochen ist jetzt. Ja, spannend. Hm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe eine Vermutung. Wir lassen den mal hier. Irgendein Tier oder irgendjemand wird Freude dran haben. Und machen weiter mit den Fragen. Ich hoffe, es ist ein Tier. Nicht irgendein Tier oder irgendjemand. Und Mensch. Nee. Okay, also Menschenknochen könnte ich zuordnen, das da war kein Mensch. Okay. Wir haben natürlich viele Fragen, die sehr ähnlich sind zu Fragen, die schon gestellt wurden. Aber ich kann ja auch mal so ein paar Zwischenfragen stellen, die vielleicht interessant sind, du vielleicht noch nie beantwortet hast, die vielleicht jetzt keinen Riesenmehrwert haben, aber ganz interessant zu wissen sind. Zum Beispiel, supporten dich viele Celebrities? Und ich weiß die Antwort, aber... Ja, ja, also was heißt supporten? Es gibt supporten und supporten. Ich habe viele Celebrities, die... Reichweite und Kohle, Alter. Meine Videos teilen und liken und kommentieren und... Ja, aber das viel Wichtige ist der Bankaccount. Hauen die Celebrities auch mal 100k auf den Tisch für einen neuen Zaun? Das ist das Wichtige. Anschein natürlich erweckt, hey, boah, der ist ja... jeder kennt den und jeder weiß, wer er ist. Ich habe auch viele Celebrities, die hier hinkommen wollen und das sehen wollen und erleben wollen. Support... Braucht kein Mensch. Du brauchst keine Celebrities, die das sehen wollen. Wie viele Anfragen ich den ganzen Tag habe. Ich möchte auch so wie du, geil, tauchen, reisen. Diese braucht kein Mensch. Ich brauche ein super professionelles Team und das habe ich ja. Jetzt brauche ich noch einen Cutter, aber 60 Bewerbungen sind reingekommen, da wird ja einer dabei sein. Also am Ende, oh,
Ich fühle mich mehr connected mit denen. Ich kann das alles super gut verstehen. Jetzt weiß ich auch, was der Kai meinte mit, ihr würdet euch gut verstehen, weil wir haben sehr viele gemeinsame Themen. Verstehe. Ich verstehe. Oder so wirklich aktiv supporten, bis so mit heute kann ich die an einer Hand abzählen. Nicht mal wahrscheinlich. Vielleicht ein oder zwei, die man jetzt so als globale Celebrities kennt. Sonst eigentlich nicht. Da gleich anknüpfend eine Frage, die interessant ist, weil ich sie auch mitbekommen habe, dass immer Leute gerne zu dir kommen Spannend. Würden. Und nee. Ich fasse es mal zusammen. Das waren bestimmt 50 bis 100 Fragen. Kann ich zu ihm kommen? Kann ich beim Urlaub machen? Kann man Urlaub? Volontär bei ihm sein? Ach, das braucht doch kein Mensch. Heißt, dass die Frage, kann ich bei ihm Urlaub machen, auf jeden Fall verneint wird. Ja. Aber im Großen und Ganzen... Wer ist denn so dreist und stellt diese Frage? Das sind dieselben Leute, die mir schreiben, ey Robert, ich habe 15 Taucher, kann ich mal mitkommen? Ich will auch so einen Taucher und so schöne Reisen machen wie du. Eine Möglichkeit, wie ein Mensch es schaffen kann, dich zu treffen oder dir bei deiner Mission vor Ort zu helfen? Ja, also wenn man Koch ist zum Beispiel, wir haben regelmäßig alle 3 Monate eine neue Köchin oder einen Koch hier. Das ist eine Option, da haben wir natürlich auch ein Auswahlverfahren und ist nicht ganz so einfach wahrscheinlich, weil wir haben auch viele Anfragen, aber das wäre eine Option. Oder wenn halt wirklich so mission-driven Leute, wie du zum Beispiel, das ist ja auch so eigentlich auf eine natürliche Art und Weise entstanden, dann gibt es schon die Möglichkeit, dass ich sage, okay, komm mal vorbei. Aber sonst, ganz ehrlich, das ist mein privates Zuhause. Der Ort wurde erstellt, gemacht, gekauft, aufgebaut für die Tiere, nicht mal für uns Menschen. Und die einzigen, die eigentlich bis jetzt hier waren, waren vielleicht Freunde, 3 Freunde von mir, die zu meinen Kindheitsfreunden gehören und meine Familie. Und genauso bei Noe, genauso bei meiner Frau Ellie. Und ja, klar. Content Creator, ja, gibt es immer wieder mal eine Option, dass man uns mit Content unterstützen kann und vielleicht hier hinkommt. Aber so ein Volunteer-Programm haben wir nicht. Und brauchst du auch immer Profis. Oder sonst touristische Dings machen wir das auch nicht. Also kurz gefasst, wenn jemand unbedingt herkommen will, dann werdet Koch. Und dann habt ihr, glaube ich, die beste Chance. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich kann auch gut die kochen. Leute, die es schaffen, hier als Koch oder Köchin herzukommen, haben eine richtig geile Zeit. Wir hatten jetzt ja viel Zeit mit Helena verbracht, ja, die letzten Wochen, die als Köchin jetzt hier war. Und ich glaube, die hatte die Zeit ihres Lebens und hat auch noch was beisteuern können zur Absolut. Mission. Und zwar, dass du immer... Bei Koch, super wichtig im Team, ob auf Sea Shepherd Booten oder egal, wo ich gearbeitet habe. Alter, und die Köche hatten eigentlich immer, die hatten super viel Stress, aber die hatten auch ein geiles Leben, weil sie auch viel erleben konnten und so. Das fand ich eigentlich, ist eigentlich ein cooler Beruf. Aber alter Schwede, koch mal 3-mal am Tag für eine ganze Meute auf Expeditionen, Kleinstmöglichkeiten und so weiter. Stärktes und... Genau, also wir alle. Wir alle, ja. Also wirklich sehr, 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 sehr gut war's. Ja. Danke, Helen. Gibt es eine Tierart, vor der du Angst hast? Nein. Anopheles-Mücke. Echt? Nicht Angst. Ja, Angst, okay, stimmt. Ich hab Videos gesehen, wie du Black Mamba so in der Hand hast. Also, ja. Nee, also für den gar nicht. Die faszinieren mich. Eher so ein nicht angenehmes Gefühl, so Zecken. Und so halt wirklich so Tiere, die für mich, die ich nicht verstehe und die aber etwas sehr Negatives an mir bewirken können. Das ist aber nicht Angst, das ist mehr so eine Asympathie. Asympathie, ja, die hege ich auch. Okay. Also was heißt verstehe ich? Ich toleriere deine Meinung, ich habe Angst vor manchen Tieren. wie geht's dir ins Auge nach dem Schlangenkonflikt? Sehr gut, viel besser als gedacht. Das war ja vor 4 Tagen und mit Cortison-Augentropfen und Antibiotika haben wir das in 4 Tagen auf fast, ich hätte jetzt gesagt, was sind wir, 90% sicher. Das sieht schon ziemlich gut aus, ja. Okay, eine Frage, die ich jetzt gerade nicht davor habe, aber die ich gelesen habe, die ich extrem spannend fand. Es ist auch wieder schwer, die kurz zu beantworten. Versuch's. Ich versuch's. Ich krieg's hin. Was ist das größte Problem in Südafrika? Government. Das war kurz. Ich glaube, da kann sich aber auch jeder, ich habe auch Nachrichten bekommen, hey, wie ist es gerade in Südafrika? Auch vorhin habe ich eine Nachricht bekommen, wie ist es denn? Ich habe gehört, vielen Menschen wird das Grundstück enteignet und so. Ja. Aber ich glaube, dazu kann man genug nachlesen. Und da sind wir wahrscheinlich auch nicht die 100% besten Ansprechpartner für das Thema. Ja. Fühlst du dich einsam in Afrika? Ersetzen die Tiere die menschliche Gesellschaft? Nein, machen sie nicht.
Ja, man fühlt sich zum Teil einsam. Bei mir geht's noch. Ich habe meinen besten Freund hier, ein gutes Team. Ich habe meine Frau hier. Ich vermisse zum Teil meine Familie aus der Schweiz und die besten Freunde. Die Tiere, die können sehr viel Liebe ersetzen, aber die werden niemals menschliche Liebe, menschliche Aktivität oder den Dialog, den man braucht mit Menschen, zum Teil über eine Thematik in der Tiefe zu sprechen, gewisse Sachen verstehen zu wollen. Und dadurch brauchst du einen Dialog mit jemandem. Ja. Das können die Tiere nicht ersetzen. Viele Leute denken, die in einem menschlichen Umfeld leben, ach, ich brauche nur Tiere um mich herum, mehr nicht. Glaub mir, wenn du wirklich im Nirgendwo lebst, in der Wildnis und nur Tiere hast und mehr nicht, wirst du merken, dass auch die Menschen dir fehlen. Ich kenne einige Menschen, die nur mit Tieren leben. Und das sind, ich sag mal, sonderbare Persönlichkeiten über die Jahre geworden. Schwierig. Zu Menschenkontakt ist wichtig, denn der Mensch ist ein Rudeltier. Er gehört zu den Schwarmfischen. Okay, und was ist dein Lieblingstier? Boah, Bro. Orca. Außer Löwen steht übrigens noch dabei. Außer Löwen. Hunde. Gute Antwort. Finde ich gut. Ja, man stellt sich vielleicht spannender vor bei einem Dean Schneider, aber man merkt auch, die Beziehung zwischen dir und Lucky ist schon was Besonderes. Hunde ist gut. Zu Lucky gibt es auch ein sehr interessantes Reel of Deans Account. Das ist ein Hund, der euch quasi zugelaufen ist, der wahrscheinlich von Wilderern entlaufen ist. Ja. Auch sehr spannend. Jetzt würde ich sagen, ich schaue noch eine Frage. Okay. Und dann glaube ich, dass uns das Licht ausgeknipst ist. Die Leute sehen uns fast nicht mehr. Aber ist ja auch irgendwie sympathisch und authentisch. Absolut. Es kam übrigens auch ganz oft, keine Frage, einfach weitermachen. Ihr seid so cool, ihr seid so toll, ihr seid cool, was ihr tut. Dafür natürlich auf jeden Fall danke. Ich glaube, von uns beiden ist sehr schön, sowas zu lesen. Und jetzt suchen wir noch eine coole Frage aus zum Abschluss. Ich habe eine. Okay. Ist Dexter immer noch der König des Rudels? Oh. boah, die kann ich auch nicht ganz so schnell beantworten. Musst du auch nicht. Das ist jetzt die letzte. Du kannst dir Zeit lassen. Also, Dexter war immer der Anführer und König des Rudels, weil er der Älteste war. Er war schon viel früher wie die anderen in dieser Jugendzeit, wo die Hormone und das Testosteron eine Rolle spielen. Hatte eine größere Mähne und das hat ihn zum König gemacht. Mit der Zeit nachher hat ihm Leo, der Jüngste, also das jüngste Männchen, schon den Thron streitig gemacht, bis sie so eine Auseinandersetzung... Das ist schon gut, du kannst deine Kartoffeln... bis Leo ihm den Thron streitig gemacht hat und sie so eine Auseinandersetzung hatten in dieser Nacht, dass wir sie trennen mussten. Also das war Leo gegen Dexter und Snow. Und seit da sind nachher Dexter und Snow schon hochgegangen ins Live Wild und Leo ist mit den Ladies da unten. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Könige. Mhm. Wir haben Dexter, der definitiv das dominante Männchen ist. Du hast das selbst auch miterlebt, als wir hochgegangen sind. Der hat Snow zu diesem Zeitpunkt gar nicht an uns rangelassen. Das sind deren Regeln. Und wir haben hier unten Leo, der das dominante und einzige Männchen im Rudel mit den Ladies ist. Also das heißt, wir haben zwei Könige, Dexter und Leo. Und sobald wir im Januar Leo und die Ladies hoch ins Live Wild tun, so dass sie wieder zusammen eigentlich im Live Wild leben können, werden wir Step by Step sehen, wie Dexter und Leo aufeinander wirken. Kein Wort verstanden. Wie die miteinander umgehen und wer da das dominante Männchen sein wird. Und das ist eben genau der Punkt, warum ich mit den Videos, die ich jetzt von Dean kannte und so weiter, ich komme nicht dahinter, weil man so viel breites Wissen über Dean, seine Aktionen, man müsste jahrelanger Fan sein, man müsste Instagram, TikTok, YouTube komplett kennen, um überhaupt zu erfassen, was der Typ tut. Und da ist es eben die Kunst des Interviewenden oder des Journalisten, in einem richtigen, echten Interview die Fragen zu kanalisieren, die Fragen so zu stellen, die Antworten so in die Richtung zu leiten oder das Video hinterher aufzubereiten, dass man schlauer rausgeht als vorher. Und das finde ich jetzt hier, fällt mir total schwer. Also finde ich richtig, richtig schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ned sagt, ich kann dich total verstehen. Roxanne sagt, bisschen Politik, bisschen drumherum geredet. Allein die ganzen Namen überfordern mich. Geht mir genauso. Also ohne, dass ich jetzt dort war wie Kay, der natürlich sagt, ja, alles klar, der das jetzt seit 4 Wochen perfekt verinnerlicht hat. Für mich als Außenstehenden super konfus, super schwierig zu verstehen, super schwierig zu folgen. Viel Bahnhof, ihr sagt's auch. Ja. Und auch anstrengend. Empfinde ich persönlich auch so. Es ist jetzt nicht ein Video, wo ich diese zwei Teile, die ich jetzt geguckt habe, wo ich sage, geil, hat für mich super viele Fragen beantwortet
Und jetzt weiß ich mehr und kann Dean besser einschätzen. Ist leider nicht der Fall. Es gibt keine definitive Antwort. Es gibt zwei Könige und langfristig muss es einen König geben. Und ja. Ich bin sehr gespannt. Da wird bestimmt auch spannender Content dazu kommen. Und man muss ja fairerweise auch sagen, das ist ja auch keine Thematik, ich sag's mal, die Dean-Schneider-Thematik, die du hier in ein paar Minuten Video packen kannst und erfassen kannst, das ganze Konstrukt, das sehe ich ja an mir selber. Also wer soll jetzt ein Video von mir eine Stunde gucken und sagen, aha, ich habe Robert Lehmann verstanden. Du müsstest ja mich jahrelang verfolgen, du müsstest wissen, was ich wie wo mache. Ansonsten siehst du ein Video, wie ich mich aufrege über die Aquaristen, bist selber Aquarist, das ist ja ein Arschloch. Ne? Tief, ja. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für das Interview, aber in erster Linie bedanke ich mich natürlich für die Zeit, die ich hier haben durfte. Sehr gerne. Es war, ich kann es ganz klar sagen, es war die schönste Zeit meines Lebens hier. Echt? Geil. Ja, das auf ist jeden gut. Fall. Geil. Und ich hoffe, dass die noch nicht ganz vorbei ist, dass wir da noch ein bisschen was erleben. Ja, definitiv hoffe ich auch. Gut. Und bevor es jetzt zu emotional wird an der Stelle, würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, teilen, abonnieren. Diesmal seht ihr auch, dass das Video ein bisschen Aufwand mit sich gebracht hat. Ich bin in Afrika, also deswegen hoffe ich auf euren Support. Und wie ich es auch schon bei anderen Videos gemacht habe, wenn wir bei jemandem sind, der sich für die Tiere einsetzt, machen wir am Ende einen Spendenaufruf. Ich dachte vor einem Jahr noch, dass es bei dir nicht nötig wäre, einen Spendenaufruf zu machen. Mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass es wichtig ist und dass es auch vonnöten ist bei dir. Deswegen gerne die letzten Worte an dich für die Sache. Ja, also erstmal danke auch dir vielmals für dein Mitwirken. Und ich hoffe, dass sich das noch mehr in die Zukunft rausstreckt und nicht nur eine einmalige Sache gewesen ist, weil du bist und warst und wirst auch sein eine große Bereicherung für uns auf verschiedenen Ebenen. In Bezug auf den Spendenaufruf, das ist definitiv so, wir brauchen Spenden, wir sind sehr darauf angewiesen. Kommt noch ein Video dazu raus. Cool. Wenn ihr was übrig habt oder einen guten Zweck oder sagen wir die Tiere der Hakunomi Park Oase unterstützen wollt, auf deanschneider.com gelangt ihr direkt zur Dean Schneider Foundation und da könnt ihr für entweder generell Maintenance, also den Aufbau und das Weiterführen der Hakunomi Park Oase unterstützen oder sogar spezifische Projekte wie das Rhino Project und so, welches nicht direkt an uns geht. Das werden wir dann weiterleiten, weil wir die auch unterstützen. Aber ja, guckt es euch mal an. Wenn ihr was spenden möchtet, könnt ihr das gerne machen. Vielen Dank im Vorhinein schon mal. Und klar, supportet Picasso die ganze Zeit. Unbedingt seine Lieder streamen, tut die in eine Playlist rein. Dann wird man das auch immer öfters hören. Und ja, ich glaube, das war's. Ich danke dir. Alles cool. Klar, dann danke euch fürs Zuschauen und Peace. Bam, 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 bam. Okay. Bam, 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 bam. Okay, dann. Achso, hier. Bub. Abonnieren. Like nach oben. Mach das mal. Geht mal beim Picasso Ryan. Kann man sogar Mitglied werden. Sehr gut. 27.000 Likes vor 8 Tagen. Alles klar. Cool. Okay. Ja, das waren jetzt zwei Teile Interview mit Dean Schneider. Feedback aus sympathischer Sicht. Zwei sympathische Herren, die im Sonnenuntergang durch Afrika flanieren und sympathisch im Video rüberkommen und so, finde ich gut. Ein bisschen was wurde ja beantwortet. Mir ist es nicht tiefgründig genug gewesen, auf jeden Fall. Ich habe super viele Fragen nach wie vor für mich, super viel ungeklärt. Es war auch einiges verwirrend für mich dabei, weil ich halt Dean und das ganze Konstrukt nicht gut genug kenne. Und ich finde es aber auf jeden Fall cool von Picasso, überhaupt das Video gemacht zu haben. Auf seine Kosten dahin geflogen zu sein, denke ich, glaube ich. Sich die Zeit zu nehmen, die tiefgründige Recherche zu machen, sich das alles selber anzugucken, Dean zu helfen, ihm das Livestream-Update zu machen, bla 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 bla, die Videos hochzuladen, zu versuchen, Dean die Plattform zu geben, die Basis, sich zu erklären, der Community das zu erklären, die Fragen, die man hat. Supergeil. Und wir dürfen nicht vergessen, Picasso ist kein Filmemacher und kein Journalist. Ne? Also das ist ja gerade der Anfang und dafür
war das wirklich richtig gut und ich bin sehr, sehr gespannt, was da in der Zukunft noch kommt, nicht nur von Piqueso, sondern auch von Dean Schneider. Er hat ja einige Videos angekündigt, die ich super spannend finde, die ich mir auf jeden Fall reinziehen werde, also von daher Chapeau. Nichtsdestotrotz bleiben bei mir super, super viele Fragen ungeklärt und ich kann immer mir noch nicht einen Reim drauf machen, ob ich es nun gut finde oder nicht, Löwen zu kuscheln und überhaupt und sowieso, weil ich einfach mehr Informationen, valide Fakten brauche. So. Und das ist für mich das Allerwichtigste. So, ansonsten finde ich gut, dass diese Videos existieren und dass wir einen Schritt weiter sind im besseren Verständnis für Dean Schneider. Und er ist ja ein, Sympathieträger. Ne? Das geht ja, glaube ich, nicht nur mir so, sondern ich glaube, die ganze Welt findet jetzt erstmal grundsätzlich Dean Schneider sympathisch. Nichtsdestotrotz gibt es aus meiner Community aufgrund der Sanctuary Rules, if you can touch it, it's not a sanctuary, gibt es natürlich Fragen und kritische Anmerkungen. Und irgendwann werden wir die hoffentlich mal beantworten können. Oder was?